Es gibt wieder News. Ja, zum Glück, willkommen zur Staffel 2 von Wochenrück. Zu einer neuen Folge von Wochenrück 2. Und gleich zum Anfang sage ich euch, dass ich heute auf die Einblendung verzichten werde. Und ja, es wird auch noch im Laufe der Folge eine Abstimmung geben beim i dazu, aber ich möchte es mal so ausprobieren, wie das eben ist, und ich muss euch gleich schon sagen, dass ich das Video um 4:50 in der Nacht aufnehme, das heißt, ich rede vielleicht ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut, wir fangen an mit der Umfrage der letzten Folge, und zwar habe ich euch da gefragt, ob ihr die Harry Potter Filme gesehen habt. Das war jetzt keine Umfrage, die wirklich was zum Kanal beizutragen hat, aber dennoch dachte ich mir, das wollte ich wissen, und das habe ich euch dann eben gefragt. Es waren unterschiedliche Meinungen, aber die meisten haben schon die Harry Potter Filme gesehen. Gut, Views kamen tatsächlich gar nicht so viele. Da kam eben die Folge von Wochenrück 2. 27 Aufrufe, 14 Likes, in Ordnung, passt soweit. Dann kam noch Go Vacation, 108 Aufrufe, 18 Likes, 18 Kommentare, ganz nice. Super das Card, 1.a.s kamen zwei Parts. Einmal 50 Aufrufe 4:0 und einmal 38 Aufrufe 6:0. Also Super das Card wird vor allem viel geliked, was mich sehr freut. Und dann hatte ich noch ein Video davon, dass ich eben mir eigene Merch bestellt habe, was ich auch getan habe, was mir auch sehr gut gefällt, das Video. Und es hat 95 Aufrufe, 14 Likes, also ich sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder in die Real-Life-Schiene rücken, aber da habe ich auch für Zukunft ein bisschen was geplant. Genau. Dann kamen auch noch Streams, nicht allzu viele, aber ein paar kamen. Und zwar erstmal, ja, Donnerstag kam ein Stream mit dem Namen Palme auf dem Kopf, Palme auf der Insel. Palme auf der Insel, genau, das war ein Animal Crossing Stream. Und genau, da hatte ich eben so eine Palme auf dem Kopf, so als Friese. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen dunkler, weil Twitch so dunkel ist und ich keine andere Beleuchtung habe. Ich bin gleich wieder hell. Genau, der ist Animal Crossing, und dazu kann ich euch sagen, dass Animal Crossing jetzt erstmal nicht mehr sonntags kommt, sondern wenn ich gerade Bock habe, einmal die Woche, wahrscheinlich nicht, alle zwei Wochen vielleicht mal gucken. Dann kam hier Harry Potter in Minecraft, also dieser Witchcraft and Wizardry Stream gab es dann noch, und ja, das sind wir bisher bis Hogwarts gekommen, haben noch nicht viel weitergespielt, haben eine Unterrichtsstunde gehabt. Ich denke mal, wir sind vielleicht bei einem Viertel von dem Spiel bisher, aber ich denke mal, also nächsten Montag wird es nicht weitergehen, weil ich jetzt keine Zeit dafür habe, wird es aber auf jeden Fall noch weitergehen. Dann Just Dance, Tanzen mit Brille und kurze Hose, den Stream gab's, dann gab's den nächsten Keygame Stream, wo ich It's Quiz Time und Music Racer gespielt habe. Die beiden Spiele werden im nächsten Keygame Stream auch kommen, am nächsten Mittwoch, aber noch andere Spiele da. Und dann habe ich noch den Amnesia Hard Mod durchgespielt, was ich mich sehr gefreut habe, dass wir da komplett durch sind, und noch ein bisschen der Battle gespielt. Genau. Und dann war ich noch beim Comedy Cropy dabei. Und ja, es war gemischt, sage ich mal. Es war nicht alles lief so nach Plan. Das letzte Rennen habe ich leider komplett verhauen. Aber sonst, das zweite Rennen war ziemlich cool, bis auf eine Situation. Und ja, beim nächsten Comedy Cropy, beim dritten, bin ich dann noch dabei, weil das noch im Formel 1 2019 ist. Aber beim Comedy Cropy Nummer 4 mit dem Spiel Formel 1 2020 werde ich dann wahrscheinlich aussteigen aus der Formel 1 Business und werde halt ab und zu vielleicht mal noch den 2019er Part spielen, aber jetzt nicht mehr beim Comedy Cropy mitfahren, denke ich, dann nach dem Dreier, also einen wird es noch geben, wo ich mitfahre, genau. So, dann, was ich noch sagen kann, also ich mache wieder helles Licht hier, damit ihr mich seht. Ich lade ja die Streams hoch auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem zweiten YouTube-Kanal, und verlinke sie dann in dieser Livestreams-Playlist auf meinem Hauptkanal auf YouTube, und da werde ich jetzt erstmal so gut Deutsch auf die Thumbnail scheißen. Sorry für die prüde für die Aussage hier, aber ich finde, das lohnt sich tatsächlich nicht, weil man jetzt nicht Streams anschaut wegen den Standard
Also man schaut jetzt nicht wegen den Thumbnail-Streams nach, sondern man schaut Streams nach, weil man da was zu sehen hat, weil man sich das Spiel interessiert und so weiter und so fort. Und die Titel stehen ja, also und die Spielname steht ja im Titel und deswegen muss es ja eigentlich nicht sein, dass ich da Thumbnails erstellen muss. Deswegen mache ich das eher weniger. Genau. Streams Past in the Future, die Past haben wir schon. Nächste Woche habe ich noch nicht ganz geplant, aber checkt auf jeden Fall meinen Telegram-Channel ab. Der ist immer noch aktuell und ich bin relativ zufrieden damit. Und da schreibe ich auch rein, wenn ich was ändere in Sachen Stream. Ich habe auf Twitch ein paar Sachen optimiert, aber die könnt ihr alle in dem Telegram-Channel lesen. Und für nächste Woche geplant, Montag fällt aus, also erstmal Sonntag, heute an dem Tag, weil das Video hier kommt, kommt kein Stream. Am Montag kommt kein Stream, am Dienstag kommt Just Dance, am Mittwoch kommt dann Key Games, am Donnerstag will ich Amnesia Machine for Pigs durchspielen. Mal schauen, ob das hinhaut. Also da möchte ich noch die Notes und dadurch eben alle Achievements raushasseln, dass ich da eben auch alle Achievements habe, bis ich dann eben. Ja, es ist ja kein Hufangaukler bei mir, so ein Viech, so eine Schnake. Dass ich dann eben, wenn ich das hab, dass ich dann eben mich anderen Spielen als Amnesia widmen kann. Und dann, wenn Amnesia, also das neue Amnesia dann angekündigt ist, Reborn, glaube ich, heißt es, dann möchte ich wieder quasi, dass ich dann noch die Custom Maps, also die Custom Stories in Amnesia The Dark Descent ein bisschen anspiele, dass wir wieder ins Amnesia-Feeling reinkommen. Genau. So ist es geplant. Gut, dann habe ich jetzt Zeit, jetzt zwischen, ja, gut eine Woche. Bei der Challenge mache ich da auf Insta mit von der guten Frani. Und zwar die Challenge 100 Happy Days Challenge und die ist auf Instagram, also folgt mir auf Insta und da mache ich jeden Tag eine Story dazu. Genau, das ist eine ganz nette Sache. Gut, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Twitch-Empfehlung in der Beschreibung, weil ja, jemanden, den ich geratet habe auf Twitch, nachdem ich eben Ding gespielt habe, Just Dance war das und die finde ich sehr nett, die heißt Mimi. Und check die auf jeden Fall mal ab. Und so ist das. Die macht es ein bisschen professioneller als ich. Hatte es tatsächlich erst seit 2 Monaten oder so. Aber macht es auf jeden Fall viel krasser. Hat einen riesengroßen Raum, wo sie tanzen kann. Und da macht sie das sehr gut und nimmt Requests an und so weiter. Also, wenn ihr Bock auf Just Dance Streams habt, außerhalb von Dienstag, also an anderen Tagen als Dienstag, dann schaut da gerne rein. Dienstag solltet ihr bei mir zuschauen, da freue ich mich besonders. Genau. Also ich bin ja auch, wie gesagt, kein großer Just Dance Streamer, sondern ich stream Just Dance, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich da ja zeigen möchte, wie gut ich tanzen kann. Ich möchte natürlich klar gute Wertung erzielen, aber das ist ja einfach nur Just for Fun, auch so ein bisschen Nervenkitzel. Und mein Ziel ist es in Just Dance, alle Choreos, also alle Unlimited mal anzuspielen. Ich möchte nicht mit allen irgendwie super, mega, sonst was da sein, sondern einfach anspielen ist die Nummer 1 und dann irgendwann mal, ja, wenn wir dann noch Zeit haben, dann eben noch besser werden. Und ja, wir werden sehen, wie es dann weitergeht, aber so die drei Streams sind jetzt erstmal fest geplant, finde ich. Also dass ich eben dienstags Just Dance streame, dass ich mittwochs eben dann Key Games streame und am Donnerstag eben ein Horrorspiel und Dead by Daylight. Diesen Dienstag kann ich mir vorstellen, dass ich nach dem Tanzen noch ein bisschen Dead by Daylight spiele, weil da das neue Rift rauskommt und ja, ich mache lieber, glaube ich, erst Just Dance, dann Dead by Daylight, als erst Dead by Daylight, dann Just Dance. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall Just Dance, Dead by Daylight ist eben fraglich. Genau. So ist das. Gut, dann haben wir diesmal. Ja, ich kann auch sagen, dass ich Twitch bearbeitet habe, aber das werdet ihr dann schon sehen und auch auf dem Twitch-Kanal gelesen haben, auf dem Twitch-Channel auf Telegram. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und genau, jetzt kommen wir noch zu einem Thema und zwar zu zwei Abstimmungen. Zu einer Abstimmung, die ich eben im Sinne einer Zuschauerin stelle. Und zwar, ob die Stream-Best-Offs noch geschaut werden oder ob du, Zuschauer hier, die Stream-Best-Offs schaust. Zwar könnt ihr abstimmen, ja, alle
oder ja, nur von manchen Spielen. Und wenn ihr sch dann schreibt, nur von manchen Spielen, dann schreibt gerne in die Kommentare, welche Best-ofs ihr schaut. Also du schaust und dann noch, nein, schaue ich gar nicht. Weil natürlich sind Stream-Best-ofs ein recht großer Aufwand zu machen, aber es ist dennoch schon was Cooles, was man im Nachhinein auch gerne anschaut, finde ich. Aber ja, muss man halt auch trotzdem die Zeit finden dazu. Genau. So ist das Ganze. Und ja, dann würde ich sagen, dass die zweite Abstimmung noch war, die ich am Anfang des Videos ja schon gesagt habe, ob ich auf die Einblendung wie in diesem Part verzichten soll oder ob es euch komplett stört. Ich finde Einblendungen nicht notwendig für das Video, wenn ihr mir zuhört. Und alle Sachen, die ich hier anspreche, könnt ihr quasi ja mitbekommen. Außer jetzt, was ich jetzt zu sagen habe. Und zwar wurde gefragt, wie viele Abonnenten ich habe. Wurde in letzter Zeit oft gefragt. Ich kann euch sagen, ich refresh die Seite. Ich habe 2776 Abonnenten plus 39 in den letzten 38 Tagen. Aufrufe und Wiedergabezeit sind gestiegen und auf Twitch, da könnt ihr es aber selber sehen, wie viele Follower ich da habe. Da habe ich momentan, ich glaube, 154 oder so. Wir schauen mal kurz, 158 inzwischen schon. Also ja, stabil auf jeden Fall, geht bergauf, freut mich sehr und die Community, ja, geht gut voran. Und ein Stream habe ich natürlich noch vergessen anzusprechen, und zwar den Govacation Switch. Govacation Stream Part 100, den ich auf YouTube gestreamt habe. Es klappt jetzt, dass ich mit OBS auf YouTube streame und mit Slops auf Twitch streame. Das klappt ganz gut, was ich sehr gut finde. Und ja, da wird's jetzt auf YouTube Superscut und Govacation und auch Real-Life-Streams geben, vielleicht. Mal gucken. Und auf Twitch eben dann die anderen Games. Und ich finde es gut, dass es unterteilt ist. Denn ich möchte auf Twitch nicht lesen, wann kommt mal wieder Govacation, weil, ja, es sind zwei Paar Schuhe, Twitch und YouTube, finde ich. Und zwei Communities, die sich zwar auch ein bisschen überlappen, aber dennoch zwei besondere Standbeine sind von mir. Zwar jetzt keine finanziellen Standbeine, aber trotzdem Standbeine in Sachen Unterhaltung, was ich gerne mache. Genau. Dann würde ich sagen, war es das jetzt von der Folge von Wochenrück und ich wünsche euch alle eine gute Woche, auch wenn es jetzt hier weitergeht mit Corona. Zeugs. Ja, so ist das. Und genau, ich könnte noch eine dritte Umfrage reinhauen, ob ihr Mundschütze kaufen würdet. Mit Logos von mir oder irgendwas, was ich aber jetzt mal nicht glaube. Also daneben mache ich jetzt keine eigene Abstimmung, sondern schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Mundschütze kaufen würdet, wo irgendwie was drauf ist, so ZF-Logo oder so. Weil Spreadshirt das jetzt anbietet, da überlegen Steckdose und ich gerade noch ein bisschen, wie wir das machen, ob wir das machen sollen überhaupt. Naja, vielleicht bieten wir es einfach an, kostet uns ja nichts. Gut, schauen wir mal. Und ja, dann checkt die Empfehlungen ab. Die Empfehlungs-Playlist ist am Ende des Videos verlinkt und ich sage dann auch schon, ciao.